Yasin. Also, ich habe in den letzten Jahren immer sehr viel gearbeitet und hatte wenig Freizeit. Immer 1000 Termine abends bis 10 Uhr am Schreibtisch. Das war anstrengend. In der Zukunft möchte ich mehr Zeit und Ruhe haben. Vielleicht suche ich mir auch einen anderen Job. Wenn ich dann weniger verdiene, ist das auch in Ordnung. Ich möchte sowieso weniger kaufen und lieber mehr Geld sparen. Anna. Auf jeden Fall möchte ich mehr für meine Gesundheit tun, mich mehr bewegen. Ich werde in Zukunft einmal pro Woche schwimmen gehen und mindestens zweimal joggen. Und ich werde viel Obst und Gemüse essen und ganz viel Wasser trinken. Dann fühle ich mich bestimmt auch bald wieder so richtig fit. David. Naja, ich muss wirklich früher ins Bett gehen. Ich bin morgens immer so müde und das ist nicht gut. Das ist mein Vorsatz für die Zukunft. Und ich möchte mehr mit meinen Kindern machen. Öfter mit ihnen etwas spielen oder einen Ausflug machen. Das ist eigentlich mein wichtigster Plan. Und damit fange ich jetzt gleich an. Ich hole sie von der Schule ab und wir gehen in den Park. Ach, wo ist denn jetzt schon wieder diese Rechnung? Das gibt es doch nicht. Die muss doch hier sein. Mist. Ich muss einfach öfter aufräumen. Damit fange ich jetzt sofort an. Kennen Sie das? Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, etwas zu ändern? Und wie oft haben wir es dann auch wirklich geändert? Sehr oft bleibt es bei den guten Vorsätzen. Aber warum ist das so? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn wir gewohnt sind, etwas zu tun oder eben nicht zu tun, dann ist das für uns einfach. Unsere Gewohnheiten zu ändern, ist für uns schwer. Was können wir also tun, damit zum Beispiel auf dem Schreibtisch nicht immer so ein Chaos ist? So, ich räume jetzt sofort den Schreibtisch auf. Dann kann ich auch gleich noch im Regal Ordnung machen und überhaupt. Ich ändere ab jetzt mein Leben. Schluss mit süßen und fettigen Sachen. Und beim Fitnessstudio melde ich mich auch gleich an. Außerdem könnte ich heute noch das Sommerfest mit den Kollegen organisieren. Und ab heute lasse ich abends das Handy aus. So, das ziehe ich jetzt durch. Ob das funktioniert? Vermutlich nicht. Und warum? Das sind einfach viel zu viele Vorsätze auf einmal. Fangen Sie klein an. Nehmen Sie sich nicht vor, Ihr ganzes Leben sofort zu ändern. Machen Sie kleine, aber realistische Pläne, wie zum Beispiel, wichtige Papiere sofort aufzuräumen und nicht achtlos auf den Schreibtisch zu legen. Nehmen Sie sich also Dinge vor, die Sie leicht in Ihren Alltag integrieren können. Nur wenn wir etwas regelmäßig machen, kann es eine Gewohnheit werden und nur dann fühlen wir uns unwohl, wenn wir es nicht machen. Wir müssen uns dann gar nicht überwinden. Ach, ich wollte doch gestern noch den neuen Praktikanten anrufen. Und Herrn Tarkes habe ich auch nicht zurückgerufen. Ach, Mann, das Regal im Büro ist auch noch nicht aufgeräumt. Aber im Fitnessstudio bin ich jetzt Mitglied. Ich bin so stolz auf mich. Ich mache ab sofort viel mehr Sport. Mehr Sport. Das klingt gut. Aber was heißt das genau? Diesen Plan kann ich ganz problemlos von einem Tag auf den nächsten schieben. Heute bin ich zu müde. Kein Problem, ich mache einfach morgen mehr Sport. Morgen hat es auch nicht geklappt. Egal, am Wochenende mache ich dafür doppelt so viel. Das ist ein zweiter häufiger Fehler. Die guten Vorsätze sind nicht konkret genug. Fassen Sie Ihre Vorsätze in Zahlen. Sagen Sie nicht mehr Sport, sondern zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten Bewegung. Das ist realistisch und Sie können jeden Tag klar erkennen, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben. Eventuell finden Sie ja auch einen Freund, Kollegen oder Nachbarn, der mit Ihnen zusammen Sport macht. Das macht mehr Spaß und man findet nicht so leicht Ausreden. So, jetzt ist das Regal endlich dran.
Uah, so viel Staub. Wohin tue ich das jetzt? Erstmal hier unten ins Regal. Und was ist das? Das kann ich sicher mal brauchen. Aber was ist das denn? Nee, das brauche ich wirklich überhaupt nicht. Ach, ich weiß gar nicht, wohin ich das alles tun soll. Egal, ich stelle einfach alles wieder zurück ins Regal. Ich vermute, so schnell wird niemand mehr versuchen, dieses Regal aufzuräumen. Das ist ein weiterer häufiger Fehler. Man will alles schnell und sofort und ist ungeduldig. Das Chaos im Regal ist nicht in einer halben Stunde entstanden. Warum sollte man es in einer halben Stunde beseitigen können? Haben Sie also Geduld mit sich und den Dingen und nutzen Sie die Zeit auch, um gleichzeitig etwas Schönes zu tun. Beim Aufräumen kann man zum Beispiel sehr gut Musik hören. Wenn Sie Kopfhörer tragen, ist das auch im Büro kein Problem. So macht das Aufräumen Spaß und es fällt leichter, es öfter zu tun. Also, bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht, mit kleinen Schritten kann man Großes bewegen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Eins. Ab heute gehe ich zu Fuß zur Arbeit. Der Weg am Fluss ist so schön. Zwei. Oh nein, ich habe meinen Schlüssel und meinen Pass zu Hause vergessen. Drei. Unser Hund ist süß, aber er frisst so viel und will immer nach draußen. Vier. Ich vermisse meine Freundin Larissa. Sie arbeitet jetzt in Essen. Eins. Der Sessel. Zwei. Das Wasser. Drei. Die Ermäßigung. Vier. Fleißig. Fünf. Regelmäßig. Sechs. Grüße. Sieben. Fließend. Acht. Die Klasse. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 5. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Führung durch die Hamburger Speicherstadt teil.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Tour, meine Damen und Herren. Wir starten jetzt zu unserer Rundfahrt durch die Speicherstadt. Und die machen wir natürlich nicht zu Fuß. Im Bus haben Sie gestern ja auch lange genug gesessen. Also wählen wir für heute den Wasserweg, denn wir sind ja in Hamburg. Steigen Sie also ein in unsere schöne alte Barkasse, wie diese netten kleinen Boote bei uns in Hamburg heißen. Wir haben heute ja wieder typisches Hamburger Wetter. Schiedwetter. Ich hoffe, Sie sind alle wasserdicht gekleidet, denn es ist auch von oben nass, nicht nur von unten. Aber in der Barkasse bleiben Sie trocken, keine Sorge. So, gleich fahren wir los. Liebe Gäste, wo Sie jetzt schön trocken und ohne den Wind hier drin sitzen, ganz trocken muss es nicht bleiben. Sie können auf unserer Tour auch was trinken oder essen. Genießen Sie die Zeit bei uns an Bord. Wir fahren hier also durch die Speicherstadt. Die Speicherstadt gehört genauso zu Hamburg wie die Elbe, die Alster und der Hafen. Und sie ist etwa 100 Jahre alt. Hamburg ist ja der zweitgrößte Hafen in Europa. Für die Waren, die aus der ganzen Welt hier in den Hafen kamen, brauchte man damals große Lagerhäuser oder eben Speicher. Die ganzen Waren musste man ja irgendwo hinlegen oder speichern. Darum auch der Name Speicherstadt. Heute haben diese Lagerhäuser, die ganzen alten Speicher, ihre Funktion als Lager verloren, weil heute riesige Schiffe die Waren in großen Containern transportieren. Seit ein paar Jahren gibt es aber neues Leben in den früheren Lagerhäusern. Viele Leute arbeiten hier in modernen Büros. Arbeit haben wir in der Speicherstadt also immer noch genug. Tja, das ist schon eine besondere Atmosphäre, wenn man hier seinen Arbeitsplatz hat, mit viel Platz und einer tollen Aussicht aufs Wasser. Nicht wenige Leute leben inzwischen aber auch hier. Die Mieten sind allerdings sehr teuer, auch weil die Räume oft riesengroß sind. 100 oder 200 Quadratmeter für eine Wohnung sind hier ganz normal. Und trotz der hohen Preise sind die Angebote sehr beliebt. Selten steht eine Wohnung hier lange leer. Schauen Sie mal, wenn Sie diese schönen historischen Häuser sehen, da wollen Sie doch bestimmt auch Hamburger werden, stimmt's? Wir fahren jetzt auf einer der vielen Wasserstraßen, die bei uns in Hamburg Fleete heißen. Und wo es viele Wasserstraßen gibt, da gibt es auch viele Brücken. Wussten Sie, dass Hamburg 2500 Brücken hat? Viele denken bei einer Stadt mit vielen Brücken an Venedig, wo es ja bekanntlich auch viel Wasser gibt. Aber Venedig hat nur 435 Brücken. Nur New York hat mehr Brücken als Hamburg. Dort gibt es fast 3000. Am Ende unserer Rundfahrt sehen Sie dann auch die Elbphilharmonie. Früher war hier ein Lagerhaus für Tee. Aber jetzt können Sie hier ins Konzert gehen und zum Beispiel das Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks hören. Allerdings ist es immer recht schwer, Tickets zu bekommen. Es gibt auch ein feines Hotel und verschiedene Restaurants darin. Und für uns Hamburger in der Innenstadt ziemlich wichtig, ein Parkhaus für die Autos. Dieses Highlight der Stadt zieht viele Touristen an. Sie können spielen.